haben im Grunde mit zwei Debütalben begonnen. Natürlich gilt Three Imaginary Boys als das offizielle erste Album, aber nur einige Monate später kam Boys Don't Cry heraus, angeblich für den US-Markt. Im Nachhinein sind solche Maßnahmen wenig nachvollziehbar und typisches Querulantentum der Plattenfirmen gewesen. Beide Alben haben überwiegend dieselben Tracks drauf, doch ich mag Boys Don't Cry etwas lieber, obwohl Three Imaginary Boys allein wegen dem ikonografischen Cover einen stärkeren Kultstatus besitzt. Doch Boys Don't Cry hat vier Tracks, die man dort nicht findet. Plastic Passion, So Hard to Handle, Jumping Someone Else's Train, Killing an Arab und das Eponym Boys Don't Cry. Und die finde ich alle verdammt gut. Umgekehrt gibt es drei Tracks, die sich auf Three Imaginary Boys befinden, aber nicht hier. Die sind aber nicht ganz so gut, finde ich. Vielleicht, weil sie arg in Richtung Punk gehen, wobei eine Coverversion von Foxy Lady von Hendrix durch eine Punkband ist schon irgendwie witzig, wenn man es auch öfter als einmal fast nicht hören möchte. Später hat man in der Deluxe-Version der Three Imaginary Boys CD dieses Album hier mit absorbiert, sodass alle Tracks nun auf einem Album sind. Alle? Nicht ganz. Killing an Arab, das kontroverse, missverstandene Lied, hat man lieber weggelassen, sodass es de facto nur auf dieser Scheibe hier vorkommt. Die ist zwar meines Wissens nach auch als einzelne CD erschienen, aber vermutlich inzwischen vergriffen. Boys Don't Cry ist ein Album, das genau an der historischen Grenze zwischen Punk und Post-Punk respektive New Wave liegt. Und das macht es zu einer einzigartigen Scheibe. Okay, ich werde nicht wieder sagen, dass dieses Album nicht altert und sich nicht abnutzt, weil ich das, glaube ich, in den vorangegangenen Episoden auch jedes Mal gesagt habe. Es ist mir nicht entgangen. Und ich weiß nicht, ob das in dem Fall stimmt. Es ist durchaus ein zeitgenössisches Dokument, das nach genau der Zeit klingt, in der es aufgenommen wurde. Wenn ich jemand die Musik am Übergang von den 70ern in die 80er nahebringen müsste, diese Platte gehört da unbedingt auf den Teller. Die Tracks sind gelinde gesagt berauschend. Es ist eine minimalistische Klarheit in den Aufnahmen. Man kann alles exakt hören. Jeder Lick, jeder Riff, jeder Plektrumschlag. Das hier ist das komplette Gegenkonzept zu jeglicher Wall of Sound. Das Album hat seine gekünstelt depressiven Momente, doch gepaart mit augenzwinkerndem Humor. Robert Smiths Stimme praktiziert hier bereits diese seltsame Disharmonie, die sicherlich sein charakteristisches Merkmal ist. An der richtigen Stelle ein wenig daneben zu singen, ist hier eine Kunst für sich. Meine Lieblingstracks, wo sollte ich anfangen? Plastic Passion, fantastisch. Accuracy, episch. Fire in Cairo, großartig. Grinding Hole, brillant. Three Imaginary Boys, super, exzellenter Ausklang. Und natürlich Boys Don't Cry, ist eine der besten Nummern, die diese Ära zu bieten hat. Es ist eine minimalistische Musik, die zugänglich ist und nicht intellektuell erschlossen werden muss. Die Stücke sind kurz, kaum länger als 3 Minuten. Viele Lieder haben eine leichtfüßige Art, doch in der Umsetzung ist stets dieser dunkle, deprimierte Unterton. Das ist der perfekte Soundtrack für die nächtliche Großstadt mit ihren verdreckten Seitenstraßen und all den Perversionen, die sich hinter verschlossenen Türen abspielen. Und was hat es nun mit Killing an Arab auf sich? Nun, seit 1980 ist viel Zeit vergangen und die Weltgeschichte hat auf eine unangenehme Art und Weise diesen Titel überholt. Robert Smith hat immer versucht, dem irgendwie Rechnung zu tragen und bemühte sich, das Lied zu verändern, aber am liebsten lässt man es heutzutage eigentlich unter den Tisch fallen. Es geht nicht um das Töten von Arabern, wie der Titel erstmal vermuten lässt. Es geht um Camus und sein L'étranger, der Fremde, eine Novelle, die sich existenzialistisch mit Themen wie Trauer und Schuld beschäftigt. Und Gewalt. Und Nihilismus. Aber so ist das manchmal. Es gibt Dinge, die heute ohne Kommentar und Erklärung unverdaulich erscheinen. Doch Killing an Arab ist ein großartiges Stück. Es mutet auf den ersten Blick provokanter, als es eigentlich ist, und das ist das Problem des Liedes. Ich habe später den Geschmack an The Cure eher verloren, mit einigen Ausnahmen. Der Sound wurde spätestens ab Disintegration tatsächlich zu der besagten Wall of Sound und die Musik konnte man ab da als so eine Art Pionierarbeit für den späteren Britpop-Sound von Oasis und Coldplay betrachten. Und das ist eine Straße, die ich eher meide. Bewertung, come on, 5 Sterne ohne mit der Wimper zu zucken. Das hier ist auf Vinyl gepresste Musikgeschichte. Somit The Cure, Boys Don't Cry aus dem Jahr 1979.